Ja, wir sind heute hier, haben einen kleinen Auftritt gemacht zur Unterstützung des Occupy Camps. Wir hoffen, dass es weitergeht, weil das für uns allen Signal des Widerstandes gegen die Wirtschafts- und Bankenpolitik unserer Eliten ist, die zu immer mehr sozialer Armut führt, auf dieser Erde immer mehr Menschen in die Resignation und Depression treibt. Und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wo wir vor 60 Jahren versprochen haben, dass jeder ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben hat, immer mehr in den Hintergrund treibt. Wir haben ja alle gehört, dass Frau Merkel gesagt hat, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Und wir meinen umgekehrt, wir brauchen eine Wirtschaft, die menschenrechtskonform ist. Und darum wird jetzt die Auseinandersetzung gehen. Werden die Menschen, die heute das Vermögen haben und das nochmal verdoppeln wollen in den nächsten 5 Jahren, eine Welt einrichten, wo sie die möglichst hohen Gewinne auf dieser Welt machen? Oder werden wir eine Wirtschaft haben, die uns ermöglicht, Ernährungssicherheit durchzusetzen, das Recht auf Arbeit, das Menschenrecht auf Arbeit, uns Gesundheitsversorgung und Bildung weltweit zu gewährleisten und ein würdiges Leben? Und wir sehen in der Occupy-Bewegung einen Ansatz einer globalen basisdemokratischen Bewegung, die sich für die allgemeinen Menschenrechte für uns alle einsetzt. Sie ermutigt uns, weil das viele junge Menschen machen, und es ermutigt uns auch, dass es im Zentrum der Macht in den USA diese Bewegung relativ stark ist. Und wir hoffen, dass diese Camps eine gewisse Ausstrahlung haben und weitergehen. Und wir bitten alle, diese Camps zu unterstützen, damit sie auch stärkere, noch inhaltliche Beiträge zur Sammlung von Kräften bildet. Es wird uns, kann uns heute erstmal nur darum gehen, Kräfte zu sammeln, Alternativen dann gemeinsam zu entwickeln, um zu zeigen, dass es andere Wege gibt und dann auch Mehrheiten in unserer Gesellschaft zu gewinnen. Wir sehen dabei jetzt insbesondere im Regimewechsel in Island, in dem unsere Medien, über den sie nicht berichten, weil dort die Bevölkerung angefangen haben, eine eigene Verfassung zu bilden, die Banker vor Gericht gestellt haben, die Regierungsleute vor Gericht stellen, die den Bankrott dieses Landes mitverursacht haben, und jetzt anfangen, nicht bei den Ärmsten zu kürzen, sondern bei denen, die es am ehesten tragen können, und bei den kleinen Leuten sogar die soziale Sicherheit zu erhöhen. Ein Beispiel, wie eine Occupy-Bewegung auch auf der politischen Ebene Gewicht gewinnen kann und auch Erfolge erzielen kann. Und wir bitten alle, sich auch um dieses Beispiel zu kümmern. Es wird nicht umsonst vollkommen bei uns negiert, weil es zeigt, dass unsere Regierung sagt, alternativlos ist ihr Weg der Sozialkürzungen. Es gibt Alternativen, zum Glück. Zivilgesellschaftlich, aber auch in der Zwischenzeit, wie man in Island sieht, auf politischer Ebene. Packen wir es an, nehmen wir uns Island als Beispiel und versuchen wir auch mehr Erfolge zu haben. Und hier diesem Camp wünschen wir alles Gute. Dankeschön.